Straßwalchen. Der Ort im nördlichen Flachgau liegt seit jeher an einem Brennpunkt. Die erdrückende Verkehrslast hat eine ebenso lange wie bizarre Geschichte, wie vieles an diesem kontrastreichen Ort. Straßwalchens Lage war stets Fluch und Segen, denn die Grenzen und Interessen dreier Großmächte liefen genau hier zusammen. Das sogenannte Dreifürsteneck wollten sowohl Salzburg als auch Bayern und Österreich kontrollieren. Über 500 Jahre war der Ort zerrissen, was skurrilste Auswirkungen auf die Bevölkerung hatte. Auch wenn Straßwalchen keine Krise ausgelassen hat, der Salzhandel, der Bau der Westbahn und die Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt hat den Ort intensiv belebt. Schließlich erfuhr Straßwalchen durch die Ansiedelung des Erlebnisparks Phantasiana überregionale Bekanntheit. Kaum ein Salzburger Ort hat über Jahrhunderte so viel Licht und Schatten gesehen wie Straßwalchen. So schreibt man eben Geschichte am Knotenpunkt der Mächte. Schon im Mittelalter waren die Augen der Herzöge und Bischöfe auf Straßwalchen gerichtet. Durch das Einwirken vieler starker Interessen wurde der Ort gespalten. Ein zentrales Beispiel bildet die Pfarrkirche zum Heiligen Martin, denn sie war bis zum späten 18. Jahrhundert Teil des Stift Mondsee und war damit in Passauer und nicht in Salzburger Hand. Die Pfarre mutet noch heute einer Befestigungsanlage an. Diese wichtige Mondseer Pfarre musste stets geschützt werden, auch gegen Salzburg. Friedrich von Walchen hat den Markt überfallen, hat ihn dem Erdboden gleichgemacht 1350, um ihn zu erobern. Der Markt hat befestigt werden müssen, um sich gegen den Salzburger Erzbischöfe zu verteidigen. Da gibt es sogar eine Vorschrift der bayerischen Herzöge. Man hat eine Mauer gebaut, man hat vier Tore gebaut, man hat eine Burg gebaut, nur gegen die Salzburger Erzbischöfe. Der heutige gotische Zentralraum der Pfarrkirche wurde von Berthold von Wehingen gebaut und fußt auf einer konfliktreichen wie tragischen Geschichte. Der ewige Kampf um die Pfarre Straßwalchens ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Straßwalchen lag im Spätmittelalter an einer geografisch markanten Stelle. Drei Großmächte trafen sich an diesem Knotenpunkt. Straßwalchen selbst war in der Hand des Herzogtums Bayern. Dazu kamen das Erzbistum Salzburg und das Herzogtum Österreich. Das damals unabhängige Bistum Passau beherrschte die Pfarre Straßwalchens. Vier Mächte, ein Ort, viele Interessen. Doch warum hatte das Erzbistum Salzburg ein so großes Interesse an Straßwalchen? Die Ortschaft war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und der schnellste Weg für den lukrativen Salzhandel. Für die Bayernherzöge war Straßwalchen ein Geldsegen. Immerhin naschte man so am Salzhandel kräftig mit. Der Hauptabnahmemarkt für das Salzburger Salz war eben der Linzer Markt mit dem Weitertransport nach Böhmen und auf der Donau runter nach Wien, Budapest bis nach Ungarn. Es hat die andere Salzroute gegeben von Hallen, Salzburg, Oberndorf, also Laufen, das kennen wir alle. Nur diese Strecke war um 200 Kilometer kürzer. Also es war eine riesige Abkürzung und der Transport hat um eine Woche verkürzt werden können. Also ein relativ kurzer Transportweg. Und deswegen war diese Strecke relativ wichtig für die Versorgung der Märkte, aber relativ teuer. Und diese Salz-, diese Mauteinnahmen hat sich eben das bayerische Herzog reserviert. 1398 sollten sich die Vorzeichen ändern.
Das Erzbistum Salzburg kauft den Markt Straßwalchen mit einer Ausnahme. Der Mayburger Platz blieb bayerisch und damit auch die Maut. Das alte Mauthaus war der bayerische Stachel im Fleisch der Salzburger. Heute ist dieses geschichtsträchtige Gebäude das örtliche Gemeindeamt und somit das Zentrum Salzburger Kommunalpolitik. Dieses Gebäude war das bayerische Mauthaus. Das bayerische Mauthaus war immer ein wichtiger Straßenpunkt in Straßwalchen und um Straßwalchen. Die Bayern haben das damals nicht hergegeben, wie es zum Erzbistum Salzburg gekommen ist, Ende des 14. Jahrhunderts. Sie haben sich damals diese Fläche gehalten. Es sind da wirklich viel gestritten und diskutiert worden um diese Fläche. Das war der bayerische Platz vor diesem Haus, hat eine eigene Währung gehabt, hat eine eigene Maß- und Gewichtseinheit gehabt. Und ganz Straßwalchen rundherum hat sich an dem richten müssen und hat da nicht mithandeln und mitreden dürfen. Die bayerische Mautstelle einzunehmen war ein Ziel, das die Salzburger Erzbischöfe nie erreichen sollten. Doch wenn schon nicht die Pfarre und die Maut, so hatte der Erzbischof doch einen überaus florierenden Markt. Live-Musik im Kaffeehaus ist auch heute etwas Besonderes. In Straßwalchen konnten Spielleute sogar in der Neuzeit ihr täglich Brot verdienen, was andernorts selten vorkam. Straßwalchen ist zweigeteilt gewesen. Es hat dann innerhalb des Ortes einen bayerischen Platz gegeben und einen Salzburger Platz, wo man freien Handel treiben hat können. Und die haben sich in Wirklichkeit gegenseitig befruchtet dann. 6 Brauereien, 26 Einkehrgasthöfe, 120 Gewerbebetriebe in den kleinen Marktflecken, der ja umfriedet war. Und das sind eben, habe ich schon gesagt, die Viehkäufer aus dem Gebirge gekommen, die Bauern aus dem Innviertel. Es hat eine eigene Zunft von Spielleuten gegeben, also Berufsmusiker, weil jeden Tag bei mindestens 3 Gasthäusern zum Tanz aufgespielt worden ist. Die Geschichte der Gebäude Straßwalchens wurde von der örtlichen Bürgervereinigung gut dokumentiert. Die Raumordnung gab anno dazumals der Hainbach vor. Heute fließt er eher unauffällig und teils unterirdisch durch den Ort. Heute ist der Hainbach in einem Flussbett eingefangen. Früher war er ganz offen, ist durch den ganzen Markt durchgeronnen. Es hat auch Überschwemmungen gegeben, das war ganz normal. Also da hat man schon früher sogar oft erzählt, in die Brauereikeller, wenn man Vormittag ein Mausfallen aufgestellt hat, hat man am Abend ein Verröhren drinnen gehabt. Nicht? Das hat es durchaus gegeben. Nicht? Aber das hat einfach zu einem Ort dazugehört. Das war Natur. Nicht? Man darf nicht vergessen, dass ja auch teilweise der Bach ja als Entsorgungslinie gedient hat für verschiedene Abwässer im Haus. Nicht? Straßwalchen beweist, dass man schon im Mittelalter viel von Raumordnung und Wassermanagement verstanden hat. Diese Struktur ist deswegen entstanden, weil das Wassermanagement damals schon im Mittelalter nach der Wasserqualität, nach der Brauchbarkeit des Wassers sich gerichtet hat. Das heißt, wo habe ich ganz sauberes Wasser braucht, wo habe ich Wasser verschmutzen dürfen und wo habe ich dann Abwässer einfließen lassen können in den Bach. Ganz draußen, das erste, wenn das Bach in den Ort reinkommen sind, waren die 3 Mühlen. Dann sind die Bierbrauereien kommen, weil die haben das sauberste, die höchste Wasserqualität benötigt. Anschließend sind dann die Metzgereien kommen, jetzt sind wir im inneren Markt drinnen, die natürlich auch ihre Schlachtabfälle und Blut im Bach entsorgt haben, was allerdings den Fischreichtum wieder seinerseits sehr stark belebt hat. Und dann ist in den zweiten Teil gegangen vom Ort, wo eigentlich das Wasser eher industriell genutzt worden ist. Jetzt sind wir beim Unterlauf vom Hainbach und da war eigentlich so ein Ort das Industrieviertel von Straßwalchen. Nachdem wir ja ein großer Modeort waren, was die wenigsten noch wissen, waren da die Färbereien. Die Färbereien haben im Hainbach ihre Stoffe gewaschen und da auf diesen freien Plätzen sind die getrocknet worden. Und anschließend an die Färbereien waren die Gerbereien.
aufgrund der Gerbsäure, sobald die dann in den Bauch gelangt, ist das Wasser gekippt. Also dann kein Fischleben und keine Ökologie mehr geben. Aber der Bauch ist dann im Unterlauf versickert. Das waren die sogenannten Sickerwiesen gegen Heidach runter. Und da ist dieses Schmutzwasser regeneriert worden und die Spurenelemente sind in die Felder geflossen. Das waren immer die fruchtbarsten Gründe, die da mit Wasser versorgt worden sind von Straßweichen. Und das ist das beste Getreide gewachsen. Also totale Verwendung des Wassers. Für mich ist die Raumplanung im Mittelalter weit fortgeschrittener gewesen, als wir es heute haben. Heute haben wir einen Haufen Experten, die sich da ihre Sorgen drum machen und alle möglichen Untersuchungen machen. Früher hat es eine klare, strukturierte Struktur gegeben von Ort, wie er angelegt werden muss. Wo sind die Ressourcen, wo nehme ich was weg? Der Hainbach gab Struktur, doch politisch gab es die in keinster Weise. Ja, Straßwalchen florierte, doch das Leben der Straßwalchner war von den skurrilsten Machtspielen geprägt, die noch heute überliefert sind. Wer die Maut kontrolliert, der sollte auch die Straßen erhalten, meinte man zumindest in Salzburg. Die Erzbischöfe sahen sich für den Straßenerhalt wohl nicht zuständig. Vielleicht erhielten sie gerade deswegen den Zehent in Form tausender Eier, die nur leider überwiegend zerbrochen die Festung Hohensalzburg erreichten. Nicht nur die Maut sorgte immer wieder für Zwistigkeiten, auch die Gerichtsbarkeit war alles andere als geklärt. Straßwalchens Galgen wurde daher von bayerischer Seite immer wieder umgehackt. Auch eine militärische Bewachung konnte den Galgen nicht vor diesem Vandalismus schützen. Wenn schon nicht durch die Maut, so verdiente Salzburg zumindest an einer ordentlichen Getränkesteuer. Schon damals wurden 400.000 Liter Bier pro Jahr in den vielen Gaststätten konsumiert. Den Bayern war das so gar nicht recht und erlassen für die eigenen Leute ein Bierverbot. Wer es wagte, beim Salzburger Nachbarn Bier zu trinken, musste mit einer saftigen Strafe von 24 Talern rechnen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts startet ein wagemutiger Bischof einen erneuten Versuch, die Pfarre Straßwalchens an Salzburg zu binden. Berthold von Wehingen war Bischof von Freising und Gegenerzbischof von Eberhard III. Berthold beschloss, eine Basilika in Straßwalchen zu bauen und so seinen Einfluss in Straßwalchen und im Erzbistum Salzburg zu festigen. Die Bestandskirche des Stifts Mondsee ließ er zuvor abreißen. Dieser dreiste Neubau einer fremden Passauer Pfarrkirche und auch der Neubau der Filialkirche Irsdorf sollte aber scheitern. Eberhard III. Wurde Erzbischof in Salzburg. Am Ende bekam das Bistum Passau zwei neue Kirchen, bezahlt mit Salzburger Geld. Berthold wurde dafür verbannt. Die Filialkirche Irsdorf ist noch heute ein Zeitzeuge von Bertholds Scheitern. Ja, Berthold wollte unseren Ort bzw. die Kirche in Straßwalchen zu einem Wallfahrt, zu einer Basilika ausbauen, hatte sich aber hier dann mit dem Erzbistum in Salzburg gehörig vertan und dadurch wurde er aus der Gemeinde bzw. aus der Kirche verbannt. Und deswegen sind seine letzten Werke wie die Flügeltür, wie auch große Teile hier auch in der Kirche, die eben nicht in der Hauptkirche in Straßwalchen stehen durften, weil er eben verbannt wurde, hierher überstellt worden, um hier dann ein weiteres Dasein zu haben und eben dann nicht dem Abfall sozusagen zuzufallen. Wir stehen vor diesem Stein, weil dieser Herr dafür verantwortlich ist, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen, in der Filialkirche in Irsdorf. Es ist Pfarrer Berthold, der diese Kirche erbaut hat. Und er ist hier in diesem Stifterstein verewigt. Und er als Verbannter durfte nicht in die Kirche hinein auf die Vollendung schauen, sondern musste aus der Kirche hinaus schauen und somit in die Vergessenheit. Auch diese bedeutsamen gotischen Flügeltüren ließ Berthold eigentlich für die Pfarrkirche im Ort errichten.
Wir sehen hier die heilige Maria, die Gottesmutter, und auf der anderen Seite hinter mir die heilige Elisabeth. Die beiden Damen, wie man unschwer sehen kann, sind schwanger. Diese Abbildungen sind sehr bedeutsam, gerade für die Kirche als Wallfahrtsort, weil gerade viele junge Frauen hier nach Straßwalchen bzw. in den Ortsteil Irsdorf gepilgert sind, um hier diese Türen mit ihren Händen an den schwangeren Leibern zu öffnen, um dadurch dann mehr Fruchtbarkeit zu erhalten und dann den erhofften Kindersegen zu bekommen. Die Filialkirche Irsdorf ist die historische Schatzkammer Straßwalchens. Hinter mir steht die Kalksteinmadonna. Dieses Kunstwerk ist eines der ältesten historischen Gegenstände, die wir hier in der Marktgemeinde Straßwalchen beheimaten dürfen. Es kommt aus dem Jahr 1380 und befand sich schon im Vorgängerbau der vorherigen Kirche und ist in diese neue Kirche mit übernommen worden. Der berühmte Barockbildhauer Meinrad Guggenbichler errichtete hier 1684 einen seiner schönsten Hochaltäre. Die Engel sind Abbilder seiner eigenen Kinder, wobei keines bereit war, sein Handwerk weiterzuführen. Zeigt womöglich deshalb der heilige Leonhard in der angebauten Kapelle einen traurigen Blick der Enttäuschung? Guggenbichler soll sich selbst und seine Enttäuschung, so heißt es, in dieser Leonhard-Statue dargestellt haben. Nach 500 Jahren sollte sich der Machtknoten in Straßwalchen lösen. 1779 fällt das Innviertel von Bayern an Österreich. 1808 wurde die Pfarre Straßwalchen nach der Aufhebung des Stifts Mondsee der Erzdiözese Salzburg zugeteilt. Nach den Napoleonischen Kriegen kommt schließlich auch das Land Salzburg 1816 zu Österreich. Zum ersten Mal in der Geschichte ist Straßwalchen eins. Straßwalchen an einem üblichen Tag. Der Verkehr mag die quälendste Last der Gemeinde sein, und doch ist es die Verkehrsgeschichte, die Straßwalchen stets Lebendigkeit verlieh. Der Bau der Kaiserin Elisabeth-Bahn, die 1860 eröffnet wurde, zementierte Straßwalchens verkehrspolitische Bedeutung auch innerhalb Österreichs. Und das war ja lange Zeit im ganzen Flachgau der umsteigestärkste Personenverkehr vom ganzen Flachgau, weil dort die ganzen Pendlerzüge aus dem Innviertel über Steindorf gekommen sind. Heute hat sich das geändert, aber drei Bahnhöfe und alle waren sehr, sehr belebt. Dann hat es völlig neue Transportwege und Möglichkeiten gegeben. Und in Wirklichkeit ist es dann so gewesen, wie es heute oft ist in der Geschichte, es hat befruchtet. Es hat 180 Dienstposten der Bahn gegeben in Straßwalchen zu der Zeit, die es vorher nicht gegeben hat. Es hat eine soziale Veränderung bewirkt, denn zum ersten Mal hat es klassische Arbeiter gegeben. Das haben wir vorher nicht gekannt, dass nur die Gewerbebetriebe mit ihren Gesellen und Lehrlingen geben und die Bauern mit ihren Knechten, aber den klassischen Arbeiter hat es noch gar nicht gegeben. Und da beginnt dann auch dieser Klassenkampf bei uns, der ziemlich hart geführt worden ist. Die Bedeutung des Verkehrsknotenpunkts Straßwalchen gipfelt in seinem größten Betrieb, Lagermax. Ohne der Schiene hätte sich das Logistikunternehmen damals in den 70ern nicht in Straßwalchen angesiedelt. Im großen Stil werden Fahrzeuge über die Schiene transportiert. Die Feinverteilung erfolgt letztlich über das Straßennetz. Mein Vater hat sich schon in den 50er Jahren und 60er Jahren mit dem Autotransport damals beschäftigt. War natürlich ziemliches Neuland in dieser Phase. Und wir haben dieses Geschäft zunächst in unserem eigentlichen Stützpunkt in Salzburg, Max Klein, abgewickelt. Nachdem dann aber die Volumen größer geworden sind, hat er gesagt, wir müssen uns irgendwo
am Land, in der, idealerweise in der Nähe zu Salzburg, einen neuen Stützpunkt suchen und ist dann eben rausgefahren auf der Findung, gesagt, wir brauchen eine große Fläche mit einer guten Straßenanbindung, aber auch mit einem Gleisanschluss. Er hat damals schon erkannt, dass der Verkehrsträger Schiene ein wichtiger ist und auch immer sein wird. Die Dimension des Lagermarktsgeländes wird erst aus der Luft deutlich. Seit den Anfängen hat sich die Fläche verdoppelt auf insgesamt 550.000 Quadratmeter. Im Schnitt werden 800 Fahrzeuge pro Tag über diesen Standort aus verteilt. In einem normalen Jahr, wenn wir das Jahr 2019 hernehmen, da wurden in etwa 200.000 Fahrzeuge hier, Neufahrzeuge, aber auch Gebrauchtfahrzeuge hier über diesen Standort drüber geschleust und im Prinzip für ganz Österreich dann verteilt. Wenn man hernimmt, dass der Neufahrzeugmarkt in Österreich in etwa zwischen 310.000 und 330.000 Autos ausmacht, dann kann man sich in etwa ausrechnen, was über diesen Stützpunkt hier drüber gezogen wird. Gemeinsam mit dem Standort in Wien erreicht das Unternehmen einen Marktanteil von 50% in der österreichischen Fahrzeuglogistik. Ruhe liegt Strasswalchen fern. Sowohl der Franzosenkrieg als auch der Erste Weltkrieg treffen den Ort besonders hart. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Strasswalchens Kriegsanleihen wertlos. Die Gemeinde war bankrott. Eine Bürgervereinigung formiert sich 1929 und finanziert den Wiederaufbau. Das erste Projekt war ein Grundkauf zum Bau einer Schule. Die Bürgervereinigung ist entstanden im Jahr 1929 in Strasswalchen nach dem Ersten Weltkrieg. Es hat sehr viele Kriegsanleihen gegeben, die plötzlich von einem Tag auf den anderen nach Kriegsende wertlos waren. Die Gemeinde hat Dinge zu finanzieren gehabt, unter anderem Schule, Infrastruktur. Und dann haben sich einige Bürger aus dem Markt gedacht, sie unterstützen da ihre Heimatgemeinde und haben zum Teil Geldspenden, zum Teil Haftungsübernahmen, zum Teil Kredite gestellt, um wieder Gemeindevermögen in Strasswalchen zu positionieren und haben das im Sinne eines Vereins, eben der Bürgervereinigung, gemacht. Ziel ist auch heute, fast 100 Jahre später, noch soziale Angelegenheiten zu finanzieren. Die Bildung ist uns ein wichtiger Aspekt. Und in diese Richtung werden auch heute die Gelder noch verwendet. Heute zählt die Bürgervereinigung rund 25 Mitglieder. Zuletzt hat sie im Jahr 2003 zum völligen Staunen des Bundesministeriums die Ansiedelung sowie den Umbau des Borg Strasswalchen finanziell getragen. Die notwendigen Mittel dazu kamen aus dem Verkauf eines vereinseigenen Grundstücks. Und im Jahr 2003 ist dann das Borg endgültig nach Strasswalchen übersiedelt und seither ist es in Strasswalchen möglich, von der Krabbelstube bis zur Matura alles im eigenen Ort zu machen. Es ist Potenzial da, bei Bedarf wieder Projekte in Strasswalchen jederzeit großzügig zu unterstützen, so sie in unsere Vereinsangelegenheiten passen. Die Strasswalchner haben ihren Ort wieder aufgebaut. Noch heute lebt hier diese alte Solidarität, wie man sie selten findet. Das ungewöhnliche Engagement zweier Männer sorgte dann dafür, dass Strasswalchen österreichweite Bekanntheit erlangte. »1996 siedelte der noch junge Erlebnispark Fantasiana von Seekirchen genau an diesem Punkt zwischen Salzburg und Oberösterreich.«
Erich Wagner hatte die verrückte Idee, einen Freizeitpark zu gründen. Doch es war sein Arbeitskollege und Dekorateur Karl-Heinz Grabler, der ihn ungewollt dazu inspirierte. Diese Märchenfiguren sind der Beginn eines Abenteuers. Karl-Heinz Grabler hat diese Märchenszenerie für ein Kaufhausfenster gestaltet. Belohnung war damals ein regelrechter Besucheransturm. Erich Wagner war es, der diese Stücke gerettet hat und daraus etwas Großes machen wollte. Wir waren in einem großen Kaufhaus in Salzburg und da hat sich den Kopf zerbrochen, wie man in der Weihnachtszeit mehr Besucher ins Kaufhaus hineinbekommt. Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir mal keine Ware ausstellen im also in die Kaufhausschaufenster, sondern wir werden einmal eine Märchenpräsentation machen. Die Leute haben sich die Nasen an den Auslagscheiben platt gedrückt und vor lauter Begeisterung. Die Polizei musste sogar einschreiten, weil die Leute sind auf der Straße mit dem Auto zusammengefahren. Weil einer hat geschaut, hat abbremst, der hinten hat auch geschaut, ist dann raufgefahren. Man musste dann sogar Polizei holen. Und nachher, wie das halt dann vorbei war, nach Weihnachten, habe ich gesagt, also das ist ein jammer Schade, um dem das können wir das nicht kaufen, nicht? Nach langem Hin und Her, da haben wir diese Märchen kaufen können und daraus ist dann eigentlich der Parkgedanke entstanden, ja. Nein, ich mir denke, der ist verrückt, ein bisschen, weil sowas mache ich nicht. Es soll sowas entstehen und ich habe auch keine Idee gehabt, wie man sowas in der Natur so präsentieren kann. Und ich habe ihn dann lang bearbeitet, immer wieder. Wir sind immer wieder zusammengesessen und er hat mir wieder Wasser gemacht und dann irgendwann habe ich dann gesagt, okay, probieren wir es. Die Idee war gut von mir, aber keiner von uns hat also nur von einem Freizeitpark irgendeine Ahnung gehabt, weil wir haben ja weit und breit hat es keinen gegeben, so einen Freizeitpark. Nicht? Wer weiß, wie lange diese Ursprungsfiguren noch hier stehen, denn der Märchenbereich ist in der Zwischenzeit viel moderner geworden. Das Walchen hat uns durch die geografische Lage gut gefallen. Wir sind in der Nähe von Oberösterreich. Salzburg, wir decken beide Bundesländer ab und auch Bayern ist nicht weit weg. Also wir sind in einem Kreis, wo wir doch ganz günstig liegen an der B1 und so weiter. Und ich glaube, das habe ich gesehen an die Besucherzahlen, dass das der richtige Schritt war, daher zu gehen. Fahrgeschäfte gewinnen an Bedeutung und vergrößern das Phantasianer immer mehr. Wir haben uns das nie gedacht, dass sowas Großes einmal entsteht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und heute erfüllt es uns auch mit Stolz, dass wir das bis daher geschafft haben. So wie Straßwalchen selbst lebt auch der Park von Bewegung und Veränderung. Der Verkehr hat Straßwalchen stets belastet und befruchtet. Die Verkehrsgeschichte wird der Ort niemals abschütteln. Wir werden dieses Verkehrsproblem nie lösen. Es ist uns in der Geschichte mitgegeben. Und wir werden immer Verkehrsdebatte in Straßwalchen haben. Wir haben ja nicht nur den Verkehr, wir haben auch Bahnhöfe in diesem Ort. Und natürlich wird uns das immer wieder mitgegeben. Wir werden immer wieder kämpfen um mehr Halte im öffentlichen Verkehr, um ein besser ausgebautes Straßennetz, Landesstraßen- und Bundesstraßennetz. Und das wird uns immer begleiten. Die jahrhundertelange Zerrissenheit des Ortes, die hat aber geendet. Heute weiß Straßwalchen genau, wo es hingehört, auch wenn es sonst niemand weiß. Das Problem, ob wir Straßwalchner Salzburger sind, muss man die Salzburger fragen. Weil wenn man die Salzburger fragt, sagen alle, wir gehören zu Oberösterreich. Wir fühlen uns auch immer ein bisschen benachteiligt. Wir sind so der Wurmfortsatz von Salzburg. Obwohl das natürlich auch befruchtend wirken kann. Da bin ich 100% davon überzeugt, weil wir auch ein Ort der Begegnung sein können. Wir hängen zwar ein bisschen an Salzburg dran, geografisch an der Landkarte, aber ganz klar zu sagen, wir orientieren uns Richtung Salzburg und wir sind Salzburger.